Die letzten Starter in dieser Prüfung: Therese Nilshagen für Schweden mit Lavi, Hannoveraner Hengst von Livaldon aus einer Scolari-Mutter, achtjährig. Und die beiden sind die Sieger der Einlaufprüfung. Oh, wow. Sie beginnt direkt powervoll, groß, schwingend. Viel Abdruck und Energie. Einen voll erreichten, starken Trab. Gelungene Rückführung, sicher aufs Hinterbein. Oh, weites, großes, federndes Kreuzen für die Traversale. Frisch, dynamisch das nach rechts traversieren. Ausdrucksvoll ins vorwärts oben ausgerichtete zulegen. Komm flüssig in den Schritt. Ah, toll, dehnt sich direkt an die Hand heran. Klarer Viertakt, sicher, fließend, fleißig. Toll. Lässt sich in Selbsthaltung zurückführen für den versammelten Schritt. Genick bleibt offen. Zentriertes Wenden in die Pirouette. Da schiebt sie noch die Hinterbeine flüssig nach, dass er hinten schneller wird und fleißig mit huft. Kommt sicher in die Rechtspirouette. Noch sicheres Angaloppieren. Ja, nach oben herausgesprungene Bergaufgaloppade. Ja, das Ganze darf noch flüssiger unter ihr weiter galoppierend. Ja, vorwärts gesprungener Wechsel. Deutlich bergauf in die zweite Pirouette, da darf er sich noch mehr biegen und ums Hinterbein wenden. Jetzt ihn schön nach vorne, frisch, viel Abdruck und Fleiß in den starken Galopp. Durchlässig in der Rückführung, ganz selbstverständliche Haltung. Großes Kreuzen, flüssig in der Traversale, ausbalanciert. Oh. Da darf er noch mehr ins Bergauf hineinspringen. Zwei, drei. Drei. Hochveranlagtes Sportpferd. Oh, mit viel Ab. Druck. Klar ins Bergauf, frei im Genick. Oh, gewagt und geschafft. Komm.
kommt sie auf ihre Schlusslinie. Leicht schief, aber geschlossen. Willig das rückwärts und sofort klarer Antritt nach vorne, an die Hand heran. Klasse. Und das war die Vorstellung von Therese Nielshagen mit La Vie. Und die Zwischenhochrechnung sagt es bereits. Die Führung und damit der Sieg in dieser Prüfung. Die Arena tobt. Es ist rappelvoll hier. Damit steht das offizielle Ergebnis noch nicht ganz fest. Wir warten noch ein paar Sekunden. Und jetzt ist es offiziell. Therese Nielshagen bekommt 75,073%. Und das ist der Sieg. 75,012 bei H 74,262 bei M 74,145% und mit insgesamt 75,073% heißen die Sieger in der Finale. Ja, klasse. Es ist